Herzlich willkommen hier im Feuerwehrhaus in Meckesheim zur heutigen Bürgerversammlung. Ganz herzlich oder besonders herzlich unter Ihnen begrüßen natürlich die amtierenden Gemeinderäte, den Vertreter der Steg, der Ihnen gerade auch den Investitionswilligen und den besonders an der Ortskernsanierung Beteiligten und Betroffenen bekannt ist, Herr Wölfel von der Steg. Außerdem zu unserer Verstärkung heute vom Architektenbüro Bachtler, Böhme und Partner, der Herr Böhme selbst und der Herr Kettering, die beiden, die für den wahrscheinlich siegreichen Wettbewerb und unsere Arbeit im Rahmen dieses städtebaulichen Ideenwettbewerbs Ortszentrum Friedrichstraße, wie er heißt, einmal teilnehmen zu dürfen und dann auch Ideen und Visionen und Leitbilder eventuell hier kundzutun, augenscheinlich. Ja, ein Dankeschön an die Kommune, dass wir mit anderen vier Büros bei diesem Wettbewerb teilnehmen konnten. Umgestaltung wäre auch zu bedingen. Die Bevölkerung, die Betroffenen also, eng in den Fortgang der Ortskernsanierung einzubinden, hieß das Ziel der Gemeinde. Jetzt, da die großen Entwürfe, die Visionen zur Gestaltung des Dorfmittelpunkts vorlagen, gab es bei einer Bürgerversammlung Gelegenheit, dazu Anregungen und Bedenken zu äußern, Fragen zu stellen und Meinungen kundzutun. Man wolle Neues wagen und Identität wahren und sei in der Planung noch keinesfalls festgelegt, sagte Bürgermeister Moos. Bürgermeister und Gemeinderäte nahmen die Einwände ernst. Es waren oft Bedenken, die bereits im Gemeinderat diskutiert wurden. Sensible Problemlösungen müssten gemeinsam gefunden und in die Vorschläge eingearbeitet werden. Noch sei man in der Phase des Ideenwettbewerbs und nicht in der Auftragsplanung. Im vergangenen Jahr errichtete Gedenkstätte für Tod- und Fehlgeburten bekam nun einen schönen Pflasterbelag rund um den Gedenkstein. In neuem Glanz erstrahlt die Friedhofskapelle. An das Dach der Vorhalle machten sich die Senioren der SPD und verpassten diesem einen tollen Neuanstrich. Der Innenraum wurde komplett saniert und restauriert. Eine neue Orgel wurde angeschafft. Auf Initiative und Spendenaktion der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde konnten 100 neue, moderne Polsterstühle gekauft werden.
Wer erinnert sich nicht gern an unseren liebenswerten Schuhmachermeister Karl Schmidtgall inmitten einem Berg von Schuhen? Nach getaner Arbeit das wohlverdiente Fettelekanz-Treiber aus dem eigenen Keller. Der letzte Spieltag der ersten Herrenmannschaft in der Verbandsrunde 2004 und gleichzeitig der größte sportliche Erfolg in der 30-jährigen Vereinsgeschichte des Tennisclub Meggesheim. Dies bedeutet Aufstieg in die Verbandsliga, nur noch zwei Klassen unter der Bundesliga. Zu diesem sportlichen Erfolg gratulieren wir herzlich den Spielern Christian Rhein, Peter Handke, Patrick Hartmann, Errol Jung, Ralf Karcher, Thomas Handke und Tobias Bayer.